Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer rätselnder Gaming Wolf Cooper. Ja, ich begrüße euch heute zu einem neuen kleinen Video, wo ich mich mal wieder mit dem lieben Paluten und dem lieben Luca messe. Heute wollen wir mal Länder anhand von Emojis erraten. Mal sehen, wie ich mich da schlage. Mal sehen, wie die Länder darstellen wollen. Ja, das werden wir sehen. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch noch um eine Kleinigkeit bitten. Ich habe nämlich eine kleine Umfrage gestartet. Das Video dazu findet ihr auf meiner Kanalseite ganz oben als Kanalvideo, Kanaltrailer. Da drin ist ein Link zu einer Umfrage. So, jetzt habe ich schon Gehirnknoten, obwohl das Rätseln hier noch nicht mal losgegangen ist. Ich habe in die Videobeschreibung einen Link zu meiner Umfrage reingesetzt. Und dabei geht es darum, welches Spiel ich als nächstes machen soll. Bis zum 30. diesen Monats geht diese Umfrage noch, also bis zum 30.06. Nehmt fleißig daran teil. Ihr könnt abstimmen, welches Lego-Spiel kommen soll. Genau, es handelt sich um ein Lego-Spiel. Guckt euch das Video gerne mal an und dann entscheidet, welches Spiel kommen soll. So, aber jetzt habe ich genug hier rumgedüselt, gedöselt, gequasselt, gemasselt. Jetzt wollen wir in das Video. Paluten reagiert auf, schaffst du es, diese Länder zu erraten? Wir lassen dem Video noch ein Like da. Abonniert haben wir ja das Team Paluten-Ding schon längst. Setzen auf Gruß und starten das Video. Um einfach mal zu gucken, so Leute, wie wir uns da schlagen. Und wir starten gleich mit einem Videoskip. So Leute, heute werden wir ein paar Länder erraten. Und damit ich das nicht alleine machen muss, gucken wir, schaffst du es, diese Länder zu erraten? Und zwar von Luca. Schaut gerne mal. Genau, und ich habe dich denn mit reingenommen, damit ich das auch nicht alleine machen muss. Und go. Mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir machen warte mal, ich muss gucken mit meinem Kopf gleich. Mit dem Video schaffst du es, diese Länder zu erraten. Hallo Leute. Hi. Ja, ich bin da nämlich im Weg. Ich gehe hier unten hin, okay? Hier geht es darum, okay, Länder anhand damit von ich wieder Emojis hier oben und dann passt ja, okay. Dafür werde ich dir gleich verschiedene Emojis in Kombination mit verschiedenen Wortsilben zeigen. Wir hatten quasi genau das gleiche schon mal, ne? Nur mit Städten. Ja? Ach so, ja, oder ja, mit Städten. Mit Städten einen Hamburger. Ja? Oh ja, das ist gut. Ach stimmt, mit ich Städten gibt es das auch. Was du bei Ländern machen willst, aber gut. Nummer 1. Habe ich schon mal bei TikTok welches gesehen. Land ist das? Warte. Ich bin ein bisschen... Warte, was ist denn jetzt los? Also ich würde sagen, das ist Elfenbeinküste. Elfenbein und Küste. Ich gehe hier in die Ecke. Oh nee, Paluten. Da bin ich doch. Oh, Menno. Na gut, okay. Leute, ich kuschel mich mal heute zwischen die beiden Hübschen hier, wie ihr seht. Dann bin ich hier eben heute mal in der Mitte. Aber bitte erdrückt mich nicht. Ich brauche auch ein bisschen Platz, Jungs, ne? Also, gut, danke. Wollen wir aber weitermachen. Mhm. Ich habe gesagt Elfenbeinküste. Elfenbeinküste. Ich will ja nur schneller sein als Luga. Aber ich mache jetzt... Elfenbeinküste! Ja. Elfenbeinküste. Bein und Strand. Elfenbeinküste. Voll gut. Mit Ansage. Alles richtig heute. Hast du es erraten? Okay. Wir warten jetzt alle ab, wann denn der erste Fehler von Luca kommt. Krass. Wenn er das schon sagt, dann kannst du nur... Was ist das für ein Land? Wartet mal. M. Ah, nee, schon gut. Was? Malta. Plus Haare? Plus drei Frauen? Ja, eine junge Frau, eine erwachsene Frau und eine ältere Frau. Das ist Alter. Malta. Also wir haben hier drei Frauen, Mädchen. Nee, warte, wir haben. Ich sage Malta. Mittelalter, also nicht Mittelalter, sondern mittleres Alter und eine alte Dame. Das heißt vielleicht. Eine Frau aus dem Mittelalter. Malta! Opa Luca, was ist mit meinem Gehirn los? Hast du das war Idee? Aber schlau. Da war ja war Luca besser als du. Wow. Ey, diese Brille lässt mich nicht nur schlau aussehen, die erhöht auch meinen IQ. Das war wirklich gut. Oh Mann, ey. In was wird IQ gemessen? Also bis Alter, jetzt war es doch einfach. Keine Ahnung. Paar Punkte. Halt einfach der Mord. Nummer 3. Wie sieht's mit diesem Katar! Katar! Männliche Katze ist ein Kater. Eine männliche Katze ist ein Kater. Und da gibt es Katar. Mit Sandra jeden Tag. Oh. Bist du drauf gekommen? Es ist das arabische Katar. Kannte ich's doch richtig. Hä? Ich hab doch nichts gesagt. Katar. Wohin? Ja, Katar ist aber nicht Katar. Du sollst von Katar ableiten. Die männliche Katze ist ein Katar. Nee, der Punkt geht eindeutig an Paletto. Ja, ganz klar. Ich weiß, wie es ist. Ich gebe auch hier den Punkt. Nummer 4. Hä?
Welches Land ist das? Wuff. Das Gute ist, dass wir diesmal Land Neuseeland. Schon mal ein bisschen ein. Wir haben hier ein Opa-Luten. Etikett. Das macht halt keinen Sinn. Land. Ach, doch, weil das ein Etikett, nur was ein Etikett hat, ist neu. Er fährt auf dem See und Land. Kanuland. Was ist denn mit Land? Wenn er jetzt Essen wären würde. Neuseeland. Sagen, ich glaube, das ist er, weil er schwimmt auf dem See. Da sind wir schon Land wieder bei heute Schwed mit Ansage alles Land. Richtig, ne? Dass du dumm bist. Es ist doch ein Preisschild, okay. Dann ein Boot. Ja, und was hat ein Preisschild? Etwas, was ist neu Neuseeland. Ist. Das haben wir auch noch nie gehört. Und wo fährt man mit dem Boot auf den See? Die ozeanische Insel Neuseeland. Genau, Paluten. Super gemacht. Na, Luca. Das ist also das Emoji für neu. Hm? Mit was für einer dummen Ausrede kommst du jetzt wieder, dass du es nicht gecheckt hast? Ja, das kann ich zählen, weil das ist auch keine See. Jedes Kind weiß, dass er mit so einem Boot nicht auf die See gehen kann. Natürlich auf den See, nicht aufs Meer vielleicht, aber auf den See? Teich Bergsee? So. Nummer 5. Wie sieht's mit diesem Land aus? Audi? Audi? Das soll, glaube ich, ein Araber da stehen. Saudi-Arabien! Saudi-Arabien! Also, wir haben hier das Logo. Gut, dann von sollte Audi man vielleicht noch ein S hier vorsetzen, damit man da auch drauf kommt. Aber man könnte auch so drauf kommen, wenn man mal ein bisschen quer denkt. Das kenne ich auch nicht. Hast du es gewusst? Das kann man. Saudi-Arabien? Ja, da kann man drauf kommen. Junge, da fehlt. Audi Arabien. Ja, ich habe auch schon gesagt, das S fehlt da, aber. Nicht Saudi. Wenn man mal. Audi. Wenn man ein bisschen quer denkt, dann geht das. Nein. Ey, Luca, für was willst du dir alles Punkte geben? Aber kriegen wir auch nicht weg, das ist im Video. Du willst dir fürs Nichtstun Punkte geben? Ja, Kollateralschaden muss man jetzt mitleben. Nummer 6. Also ganz ehrlich. Was ist das für ein Land? Krabbelland? Babyland? Ah, Babys Griechenland! Griechenland! Griechen! Das Land kenne ich auch nicht. Das, also sorry. Von Griechen auf Griechen, die Griechen kriechen. Und dann Griechenland. Neuseeland auch nicht, weil was ist das für Belgien? Na komm. Und bei Saudi-Arabien hätte ein S vor. Oh, Luca, hör auf zu meckern! Nur weil du nicht so verquert denken kannst. Jetzt, dann bin ich echt, dann ich meine, das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Man muss nur ein bisschen verrückt in der Birne sein, dann schafft man das schon. Griechenland. Bist du halt nicht so verrückt wie ich. Russland, Griechenland? Ach komm! Ja, das geht! Okay, wow. Das soll Kriechen sein. Und wegen Kriechen soll man auf Griechen. Oh, jetzt kommt wieder Lukas Mecker-Parole. Ey, ja. Sorry, wer ist da drauf gekommen? Hallo, ich. Also, ihr könnt ja alle mitraten zu Hause, ne? Bei den drei Sachen. Neuseeland, Saudi-Arabien und Griechenland. Da nehmen wir raus. Aber ganz saftig gekriecht. Ja. Nummer 7. Wie sieht's mit dir? Warte. Oman! 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 Ja, wollt ihr mir vielleicht noch weniger Tipps geben, hä? Oh, Mann! Oman! Oh, er hat mir selbst gesagt! Hast du es erraten? Er hat sogar noch vorgelesen! Oman. Das war voll schlau. Ja, geil! Ich glaube, ich sollte immer so vorgehen. Nummer 8. Dieses Land wird Marokko. Jeder erraten, der Marokko. In seinem Leben einmal Pokémon gesehen hat. Marokko, der gute Rocco! Weil das ist Rocco. Und da steht mal. Yeah. Oder? Wenn von Pokémon, das war würde, der, heißen, der von der ersten Staffel. Mit seiner Mutter zusammen ist. Ey, Luca, an was. Was denkst du bloß? Ich bin gut. Ich auch. Weiter geht's. So, nächster wäre bisher. Ich bin aber der Beste. Land ist hier gesucht? Japan. Bisher alles richtig. Japan. Ja? Japan. Der Peter Pan. Der Pan. Ist Peter Pan. Er nimmt die drei und gibt die drei in den Arm. Hä? Was? Nimmt so einem Reichen weg und gibt's dann dem Armen. Luca, Paluten hat recht, das ist Robin Hood. Hast du's erraten? Es ist die Ostasiatische. Peter Pan ist der nie erwachsen werden will. Und in Nimmerland liegt. Ich habe allerdings ein zweites Video vorbereitet. Nummer 1. Das war schon? Was ist das für Brasilien. Brasilien. Das ist Griechenland. Hä? Nee. Nein, das ist Fußball. Das ist Argentinien. Nee, das ist Rio de Janeiro. Das ist Brasilien. Und diese Alter, Luca. Diese Statue! Ja. Das ist die Fußballnation Brasilien. So. Also wirklich. Das allein Fußball dadurch hätte man das schon erkennen können. Krass. Hey, Brasilien ist. Wie sieht's mit diesem Frankreich. Frankreich, ja. Oh, Paluten war so schnell. Ich hab die Emojis noch nicht mal gesehen. Nachbar Frankreich. Ui. Krieg ich trotzdem den Punkt? Weiter geht's. Ich meine, der hätte ich auch erkannt. Was ist das für ein Land? Indien. Hollywood. Indien, Kuh heilig. Tanzfilme. Beziehungsweise den Film wird immer getanzt und gesungen. Bollywood. Indien. Eine Ewigkeit später. Nee. Das ist Indien wegen Bollywood. Bist du drauf gekommen? Wow! So. Ja, Luca, Respekt! Verbeugen. Nummer 4. Ja. Was ist das? Australien.
Also sorry. Ey, die haben jetzt hier ja viel zu easy. Hast du es gewusst? Das war ja. Das ist Land und Kontinent zugleich. Australien. Genau. Australien auch so ganz komisch, ne? Gefühlt mit viel in Australien sind Sachen. Nur Brände. Ja. Und alles andere ist voll mit Krokodilen und ja, und, ja, Kängurus. Das ist nicht so einfach. Was wäre, wenn ein Känguru mit einem Krokodil Sex haben würde? Dann hätten die einfach so ein Kind. Das wäre dann kein, das wäre dann ein Kokoru oder ein Krokodil. Leute, ich verziehe mich so mal, ne? Luca wird langsam gerade ein bisschen komisch. Und es hätte sogar dann in seinem Bauch noch ein zweites Krokodil. Mit dieser Vorstellung will ich das heutige Video dann allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem genau, Video. Genau, da, macht das bei mir auch, beim guten Paluten auch. Klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Ja, übermorgen. Luca hat alles schon gesagt. Ich weiß nicht, was ich jetzt so großartig dazu sagen soll, außer ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe nicht einen einzigen Fehler. Damit sollte ich die beiden wieder mal geschlagen haben. Was wollte ich jetzt noch? Genau, Like da lassen. Wenn euch gefällt, was ich mache, Kanal abonnieren. Guckt auch gerne meine Gaming-Videos. Sind auch immer ganz lustig. Da bin ich nämlich auch immer ein bisschen verplant, verpeilt. Und ansonsten wünsche ich euch denn jetzt ein schönes Wochenende. Euer Cooper der Wolf. Au! Bye, bye!